Ja, ihr Lieben, recht herzlich willkommen hier zum neuen Video. Dies ist nur eine Sprachaufnahme, aber diese Sprachaufnahme, ihr Lieben, wird es in sich haben. Deswegen empfehle ich jeden, hier nicht vorzuspulen. Wer mein vorletztes Kurzvideo gesehen hat, Jesus Christus war in Deutschland. Ja, das haben einige gesehen, aber da war auch jemand ganz Besonderes dabei. Und dieser jemand Besonderes hat mich wieder an jemand anderes weitergeleitet. Ja, und da bin ich heute zu Besuch. Und dieser Besuch ist schon sehr lange. Und das Video fängt jetzt ein bisschen später an, beziehungsweise wir wollten schon viel früher damit anfangen. Aber dieser jemand, wir nennen ihn mal Frau Arveen, hat so viel zu sagen, dass wir das nicht mal hier in einem 8-Stunden-Video teilen könnten. Das Wichtigste, das wird sie jetzt hier sagen. Und wenn jetzt irgendwelche Bibelforscher, Wissenschaftler oder wer auch immer zuhören, sie wird alles, was sie jetzt hier sagt, demnächst belegen können. Deswegen werden jetzt heute hier keine Bilder eingeblendet, aber in Zukunft wird das alles belegbar sein. Das werde ich euch sagen. Deswegen begrüße ich Sie erstmal recht herzlich. Ich danke für die Einladung. Also ich habe mich ja selbst eingeladen, ja. Ich habe mich selbst eingeladen. Und was du mir alles erzählt hast, also ich bin selten sprachlos, das hat sogar mich ein wenig überfordert. Du hast mein Video gesehen und hast dabei was gefühlt. Was war das? Der große Boom. Was heißt das? Also ich arbeite jetzt viele Jahre an der Geschichte Deutschlands, an der Geschichte der Welt, an der Geschichte der Bibel. Und dann reichert man sehr, sehr viel Wissen an. Und das will man irgendwo teilen. Aber es ist in der heutigen Zeit jemanden zu finden, mit dem man es überhaupt teilen kann. Das ist wie eine Stecknadel im Heuhaufen. Aber wie ich dein Video gestern gesehen habe, da hat es Boom gemacht. So, Boom. Das ist einfach, da ist jemand, mit dem du das teilen kannst. Also willst du mich jetzt in die Kirche verschleppen? Nein, ich will dich in keine Kirche verschleppen. Gott hat auch nicht, Jesus hat auch nicht gesagt, wir sollen in die Kirche gehen, sondern in unser Kämmerlein. Das weiß ich, ja. Wir sollen die Tür schon. Hab ich Glück. Hast ein großes Kämmerlein. Ja, und du hast da so 2, 3 Dinge rausgefunden, kann das sein? Oder doch ein bisschen mehr? Doch ein bisschen viel mehr. Also sie hat mir von dem Ganzen in 12 Stunden fast 10% nicht mal erzählt. Und das jetzt kompakt in vielleicht eine halbe Stunde zu bekommen, wird schwer, aber ich glaube, du weißt, was vielleicht erstmal das Wichtigste sein wird, was du ja so mitzuteilen hast. Ja, das Wichtigste ist, dass Jesus Christus, unser Ahnenvater, eben hier gelebt und gewirkt hat. Und ja, dass die Geschichte einfach umgeschrieben werden muss. Dass das, was wir heute wissen, einfach nicht die Wahrheit ist. Richtig, das wissen wir. Aber du, wie lange forschst du schon danach? Wie kamst du dazu? Wie kam ich dazu? Erstmal war es, ja, ich habe mir das Thema nicht ausgesucht. Ich habe mir das wirklich nicht ausgesucht. Das hätte ich, auf die Idee wäre ich auch gar nicht gekommen, weil ich arbeite jetzt 8 Jahre daran. Und zwar Tag für Tag und stellenweise 24 Stunden, wirklich rund um die Uhr. Das war einfach ein Auftrag, den ich bekommen habe. Setz dich hin und schreibe. Und das war an dem 14. August, vor 8 Jahren, wie das angefangen hat. Und dann habe ich wirklich an einem Tag es geschafft, ein ganzes, so eine College-Block, ne, so wie die Schüler das haben in der Schule, so ein ganz neuer Spiralblock, vollzuschreiben an einem Tag. Und ja, dann fing das Ganze an. Und das wurde immer intensiver und die Informationen, die prasselten mir auch nur so zu, wo ich dann irgendwo auch mal kapituliert habe und habe gesagt, ich komme gar nicht mehr hinterher, ich kriege mehr Informationen rein, wie ich verarbeiten kann, mal langsam. Und wie bekommst du die Informationen? Erzähl mir das. Recherchierst du da oder wie kam auf einmal so viel Information zu dir? Ja, du sagst es schon. Die sind zu mir gekommen, die Informationen. Ja, die sind zu mir gekommen. Ja. Ich habe diesen Auftrag bekommen, ich fing damit an zu arbeiten. Und die Informationen kamen zu mir, die kamen richtig zugeflogen. Und wenn ich an der Stelle mal war, wo ich gehakt habe, wo ich gedacht habe, oh, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich habe einfach den Überblick verloren. Dann so,
Schnipp. Und dann war ich wieder dabei und das ging so zügig. Die Informationen kamen schneller rein, als ich arbeiten konnte. Sodass ich also manchmal wirklich 24 Stunden rund um die Uhr am Arbeiten war, bis ich morgens im Hellen irgendwann einfach eingeschlafen bin. Ich habe am PC gesessen und habe den Kopf auf der Tastatur liegen gehabt, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und je mehr aber reinkam, umso schlüssiger das Ganze wurde, umso intensiver wurde auch mein Verlangen jetzt, ne? Ich will jetzt nicht nur das Unkraut oben abschneiden, sondern ich will die ganze Wurzel haben und bin also auch immer, immer tiefer da rein. Und ja, Ausgangspunkt war Atlantis. Okay. Es gibt ja Atlantis, Edda und die Bibel. Ja. Das sind ja sehr, gibt es als in Buchform, gibt es auch als Vortragsform, ist sehr, sehr lange. Ich habe mir dann auch irgendwann mal angefangen, das war so ziemlich am Anfang meiner Arbeit, wo ich mir Atlantis, Edda und die Bibel dann als Vortrag angehört habe. Aber auch da bin ich eingeschlafen. Das war einfach so überwältigend. Aber ganz interessant eben ist, wenn man parallel mit Atlantis, Edda und die Bibel oder der Geschichte Atlantis arbeitet und hat dazu die Bibel noch in der Hand, vor allem das Kapitel Zacharja, in dem es denn heißt, und das sollte eigentlich jedem klar machen, wo Jesus gewirkt hat, hui, 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 flieht aus dem Mitternachtslande. Ja, dann hat bei mir da oben irgendwo ein ganz großer Wecker geklingelt und dann war die Lunte war gezogen. Ne? Ich wollte da dann einfach wissen. Was hast du da verstanden unter Mitternachtsland? Was war das für dich? Ja, Mitternachtsland, es gibt noch ein Mitternachtsland. Ja? Also das Land der Mitternachtssonne kennt jeder. Das ist Norwegen, da sind die Urlauber von begeistert, wenn sie die Mitternachtssonne sehen. Ich meine, die sieht man schon in Nord Stream, man sieht sie auch in Finnland. Aber das Land der Mitternachtssonne ist eben der Norden. Und Mitternacht ist Norden. Das ist nicht Süden oder Westen oder Osten, sondern es ist ganz klar Norden. Und hier steht der Untergang Atlantis eben in direkter Verbindung mit der Bibel. Also der Untergang Atlantis wird oder ist Teil der Bibel durch Zacharja, durch die Warnungen, die er ausgesprochen hat, die Atlanter ignoriert haben. Und dann ist Atlantis ja auch untergegangen und die Völker sind entgegen der heutigen Darstellung, dass die Völkerwanderung von Süden nach Norden stattgefunden hat. Genau das Gegenteil war der Fall. Sie sind vom Norden nach Süden gewandert. Also ist die Flut aus der Bibel, ist das Atlantis? Das ist Atlantis. Warum wissen das die wenigsten? Weil es ganz einfach nicht transportiert wird. Aha, aber du kannst das sehr gut. Ja, ich habe mich mit der Bibel sehr viel beschäftigt. Und wie gesagt, wenn Zacharja sagt, flieht aus dem Mitternachtslande, dann muss klar sein irgendwo, um was es geht. Und Helgoland, das heutige Helgoland, ist der Rest von Atlantis, von dem untergegangenen Atlantis. Und wo war das Mitternachtsland vorher? Mitternachtsland lag immer da, wo die Sonne untergeht. Ja, wo im Sommer aber auch die Sonne scheint. Okay. Und das ist immer nur im hohen Norden, wenn du zum Nordkap fährst oder du fährst an den Inarisee nach Finnland, dann hast du auch schon die Mitternachtssonne. Ja, und die wird nie woanders sein, wie da, wo du sie jetzt findest. Du hast mir noch was Interessantes gesagt. Dorthin ist ja auch der Polarstern. Mhm. War der immer dort? Das ist eine gute Frage. Also ich bin kein Astrologe oder kein Astronom, aber ich denke, wenn sich... Das ist ein sehr kompaktes Thema, weil da auch die Erdanschauung, sage ich jetzt mal ganz einfach, eine Rolle spielt. Und wir wissen ja, im Augenblick verändert sich, also der Pol wandert. Ja. Und wie kann denn ein Pol wandern? Wandert jetzt der Nordpol zum Südpol oder wie meinst du das? Gibt es das so in der Art überhaupt? Also wie gesagt, es gibt ja Themenbereiche, ich bin ja schon in vieles reingegangen, ich habe auch Themenbereiche anschneiden müssen oder mit denen musste ich mich beschäftigen, was überhaupt nicht mein Plan war. Ich wäre niemals von alleine auf die Idee gekommen. Aber zum Verständnis musste ich mich damit beschäftigen. Und wenn man jetzt ganz einfach dem glaubt, was heute gesagt wird, dass dieser Pol eben wandert, der wandert Richtung Osten, dann sage ich, ich gebe das jetzt einfach so wieder, wie ich gehört habe, bestätigen kann ich es nicht. Ich kann es auch nicht dementieren. Und was der Stern jetzt da oben, der Polarstern mit dem Pol zu tun hat,
Weiß ich auch nicht. Er hat es mir noch nicht verraten. Komme ich vielleicht auch noch hinter. Wird aber noch eine Zeit dauern, weil ich einfach noch viel zu viel beschäftigt bin mit dem Eigentlichen, worum es geht. Da kommen wir mal dahin. Worum geht es jetzt hier? Was ist die, dürfen wir sagen, die größte Lüge der Menschheit? Dürfen wir das so sagen? Ja, die größte Lüge der Menschheit ist eindeutig, dass Christus in einem anderen Erdteil gewirkt haben soll. Christus hat in Deutschland gewirkt, er ist auch in Deutschland gestorben. Und selbst der Professor Lasse von der Universität Moskau, der mit seinem Team von Mathematikern, die also alle Schriften, wo irgendwo Daten drin waren, kontrolliert, gegengerechnet haben, der hat also gesagt, Christus wurde in Europa gekreuzigt und auch erst in einer Zeitspanne, ich sag mal, bis zu 1000 Jahren. Meine Vermutung gewesen schon die ganze Zeit. Und es gibt eben so eindeutige Hinweise, die unumstößlich sind. Die du mir gezeigt hast und die mich sprachlos gemacht haben, ihr Lieben. Aber dazu verrätst du nur das, was du bis jetzt verraten möchtest, nennen wir das mal, ja? Ja, also ganz klar ist auf jeden Fall, Jesus Christus ist einer von uns. Jesus Christus ist ein Deutscher. Jesus Christus hat hier gewirkt und er ist auch hier gestorben. Dass das jetzt ein Erdbeben auf der Welt auslösen mag, kann, weiß ich nicht. Wenn es geschieht, dann ist es so, weil es die Wahrheit ist. Mhm. Und es geht hier nur um die Wahrheit, es geht um nichts anderes. Für nichts anderes ist hier Platz. Und wenn uns diese Wahrheit so lange vorenthalten wurde, dann ist es jetzt die höchste Zeit, dass die Menschheit erfährt, was wirklich geschehen ist. Der Lüge ein Ende machen und der Wahrheit den Raum einräumen, den ihr einfach gebührt. Was denkst du, warum die Geschichte so verdreht wurde, dass das in ein anderes Land verfrachtet wurde? Sollte man vielleicht mal Luzifer fragen, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Wo überhaupt kein einziger Beweis ist in diesem Land. Ja, ich sage, sollte man vielleicht mal Luzifer fragen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht Gott. Ich kann nur sagen, ich orientiere mich ja nur an Fakten, an definitiv beweisbaren, und durch die Bibel, eindeutig durch die Bibel belegte Stellen, dass das, was man uns erzählt hat, alles Lüge ist. Alles. Richtig, aber die Bibel ist auch manipuliert. Die Bibel ist auch manipuliert, da gibt es definitiv Stellen drin. Da ging es zum Beispiel um diese Opferverbrennung von Tieren. Ja, und Jesus sagt dann eben an späterer Stelle, ganz einfach, dass er diese Opfer nicht mag. Ja. Er mag diese Tierverbrennung nicht, diesen Gestank mag er nicht. Mhm. Es gibt dann, ich glaube, das ist eine Stelle im Alten Testament, also mich bitte jetzt nicht auf die Kapitel festnageln. Mhm. Aufgeschrieben ist das alles schon, aber im Kopf habe ich das nicht mehr, dafür habe ich zu viel Namen drin. Mhm. Aber er steht da eben vor der Stiftshütte und steht da mit den Füßen vor der Blutlache und ja, im Grunde genommen, er äußert seinen Ekel darüber. Ja, über diese Blutlache, über diesen Gestank von Blut. Und das passt ihm in überhaupt keiner Weise damit zusammen, dass der gleiche Mann gesagt haben soll, ja, jetzt grillt mir aber mal ein paar tausend Ochsen und was weiß ich alles, schmeißt das alles mal da auf den Ofen und verbrennt das mal schön, weil ich riech das so gern. Im Gegenteil, ich bringe sogar das heutige Grillen. Das heutige Grillen bringe ich in Verbindung mit der Opferbringung, die Jahwe gefordert hat. Genau das habe ich in meinem Video über das Alte Testament auch gesagt, dass Gott Jahwe sich am Geruch verbrannten Fleisches labte. Und da habe ich gesagt, das ist bis heute, hat sich das nicht geändert und habe dann in diesem Video ein paar Bilder eingeblendet von gegrilltem Fleisch zum Beispiel. Ja, da sind wir uns einig. So, ich würde mal sagen, den Ort, den sagst du noch nicht, wo das ist. Nein. Den sagst du nicht. Das wird irgendwann dann offenbart, wenn es Zeit wird. Aber du hast mir gezeigt, dass jeder Städtename aus der Bibel hier in Deutschland ist. Du hast mir jeden Ort gezeigt, du hast jeden Ort gefunden. Du hast die Stiftshütte gefunden. Erzähl selber. Also. Ja, ganz interessant ist, wenn man jeden Tag in der Bibel liest, dann bleibt so einiges haften. Alles kann man natürlich nicht behalten. Da müsste man einen Kopf wie einen Großrechner haben. Aber da fiel mir eben der Ort Endor auf. Und Endor ist auch, jeder, der den Film Herr der Ringe kennt, weiß, dass Endor auch in Herr der Ringe genannt wird. Ja. Der Herr der Ringe spiegelt die deutsche Geschichte wieder. So ein Zufall.
Absolut, absolut. Ja? Und das, absolut. Was du hast die parallel alle gefunden. Ich habe sie alle gefunden, genauso wie bei Herr der Ringe. Da gibt es also neben dem Film gibt es auch Bücher, die man da einsehen kann. Das sind Karten abgebildet. Und da ist die Lorelei abgebildet. Und ich glaube, wir brauchen uns nicht zu unterhalten, wie viel Lorelei es auf der Welt gibt, oder? Zufällig wollte ich vorgestern dahin. Da kannten wir uns zwar noch gar nicht, ne? Nee. Da kannten wir uns noch gar nicht. Nee. Wir kennen uns jetzt 24 Stunden. Ja, und davon 12 persönlich, ja. Ja. Also, du hast mir sogar sein Grab gezeigt. Du hast mir gezeigt, den Kreuzweg hast du mir gezeigt. Mhm. Ich bin so baff immer noch von den Eindrücken. Und auch die Inschriften an den Häusern, die ich gesehen habe. Das Tuch, wie heißt das nochmal? Das Brusttuch. Das Brusttuch ist sogar noch, das ist unfassbar, was du da gefunden hast. Und ich möchte aber nicht jetzt hier den Ort verraten, sondern ich sage nur ganz einfach ja gesagt. Brusttuch. Ne? Habe ich ja gesagt. Den Ort lassen wir draußen, weil das ist, hast du rausgefunden. Und das soll auch so lange bei dir bleiben, bis sonst würde jetzt vielleicht auch eine Historie entstehen um diesen Ort. Und das wollen wir auch. Nee, ich so nicht. Das ist so nicht geplant. Es ist auch gar nicht im Moment wichtig. Es ist nur wichtig, dass er hier ist. Das ist das Wichtigste. Aber was wurde hier alles getan, um das zu verfuschen? Zu vertuschen, zu, ja, in ein anderes Land zu legen oder aus dem Deutschen einen andersstämmigen zu machen. Die Apostel haben doch alle deutsche Namen. Ist doch ganz eindeutig. Es ist doch eigentlich ganz einfach. Würden die Menschen die Bibel lesen, und würden sie sich die Mühe machen, dieses Werk verstehen zu können oder zu wollen, dann würde jeder im ersten Buch Mose schon lesen können, am Anfang waren alle Völker einer Sprache. Ach ja, damit sagst du ja, dass alle sozusagen hier waren und ganz von genau. hier aus in die Welt gegangen ganz sind. Ganz genau. Und nicht umgedreht. Nicht umgedreht. Dass sie hier später hierher kamen. Nein, nein, die Völkerwanderung fand von Norden nach Süden und nicht von Süden nach Norden statt. Wie gesagt, also 1. Mose, ne? Am Anfang waren alle Völker einer Sprache. Dann hat Nimrod in Babylon den Turm gebaut, der bis an den Himmel reichen sollte. Und dann hat der liebe Gott aber da oben gesagt, du kommst hier nicht rein. Hat das ganze Ding mal umgeschubst. Ja, und hat die Götter haben dann den Menschen, die bis dahin alle sich verständigen konnten, auch bei dem Bau, weil wenn Leute in sowas zusammenbauen, die müssen sich verständigen können. Und da kann nicht der eine klein-klingonisch und der andere groß-klingonisch reden. Da muss ja eine Basis irgendwo sein. Und die konnten sich nicht mehr unterhalten. Der Bau konnte gar nicht mehr realisiert und fertiggestellt werden, weil ganz einfach die Sprachverwirrung eingesetzt hat. Und von da an gab es erst verschiedene Sprachen. Und die, was wir heute so als Länder bezeichnen, ja, weil man heute so sagt, na ja, das waren ja alles verschiedene Länder und so. Das ist alles Kokolores. Die Bibel spricht von Landstrichen. Und wenn wir heute uns einen Landstrich ansehen, dann wohne ich zwischen hier und der nächsten Stadt in einem Landstrich und in keinem Land. Da sind Länder draus gemacht worden. Es ging nur um Landstriche. Mhm. Und wenn wir das zugrunde legen, dann verstehen wir auch, weil wir haben heute ein ganz anderes Verständnis für Länder. Ja, für uns ist die USA ein Riesenland. Da ist Neuseeland, Australien, alles Riesenländer. Aber das gab es damals gar nicht. Ja, und wie gesagt, 1. Buch Mose ist ganz entscheidend. Am Anfang waren alle Völker einer Sprache. Die Völker sprachen Deutsch. Ernst, der Erhard Landmann hat da auch mal ein sehr schöne Bücher geschrieben. Weltbilderschütterung, beziehungsweise die Götter sprachen Deutsch. Ja, also das ganze Weltall spricht Deutsch. Luzifer und Satan sprechen im Übrigen auch Deutsch, so ist das nicht. und dann kriegt man ein anderes Verständnis dafür. Die Sprachverwirrung kam, weil die Menschen sich im Grunde genommen Gott gegenüber erhoben haben und erheben wollten durch diesen Turmbau. Und das hat er einfach nicht zugelassen. Und von da an, weil sie konnten nicht mehr reden. Der Nachbar, mit dem ich gestern Abend zum Beispiel noch am Tisch gesessen habe und habe mit dem ein Glas Wein getrunken, der hat mich heute Abend nicht mehr verstanden. Ja, wir konnten nicht mehr miteinander kommunizieren und dadurch ist das alles gespalten worden. Und das führte zu der Abwanderung dieser Völker, was natürlich auch hinzukommt. Der Untergang Atlantis war nun sehr dramatisch gewesen. Da ist eben Phaeton, ist in die Eidermündung gekracht. Dann gibt es auf der anderen Seite auch Berichte, da heißt es, er wäre in die Ostsee gefallen.
ist eigentlich jetzt auch völlig egal, weil die Ostsee gab es damals in der Form auch noch nicht. Das war der größte Binnenwassersee, den Europa hatte. Das war der Ankylisee gewesen, der aber erst durch den Einschlag von Phaeton und durch den Untergang von Atlantis zur Ostsee wurde. Ja. So, und wenn der da rein, der ist da reingeschlagen und es ist einfach überliefert, dass die Wälder alle verbrannt sind, dass die Bäume verbrannt sind, Flüsse, Seen, alles war ausgetrocknet. Es war eine einzige Steppe geworden und es war keine Lebensgrundlage mehr hier. Die war einfach verschwunden. Und das ist das, was die Bibel zum Beispiel als Wüste schreibt. Du sprachst auch davon, von Babylon. Ich glaube, da waren wir uns sofort einig, wo Babylon ist, das können wir sagen. Ne? Heute wissen wir, wo Babylon liegt. Ne? Also, ne, man muss sehen, es muss ja alles einen Sinn ergeben. Ne? Also, ja. Wenn ich dir jetzt was erzähle und du sagst dann aber irgendwie, da passt irgendwo was nicht oder da ist so eine Lücke drin. Berlin ist Babylon. Ist ja auch die Serie dazu, Berlin, Babylon, Berlin. Ganz genau. Wo ist der Sitz, der Thron Satans? Ja, der steht also auch in Berlin. Ne? Der steht ja nicht umsonst auf der Museumsinsel. 4 Minuten neben Merkel. Ja. Ja. Da steht ja auch der Pergamon-Altar. Das ist er doch. Steht der, nee, ich meinte den aus Ur, ne? Diesen, wo die Löwen da in diesen, ach, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Du weißt aber, was ich meine. Dieser Palast, der da steht, wo die Löwen da in diesen Steinen eingearbeitet sind, aus Uruk, Ur. Dieser Eingang, meinst du? Ja, und da drin steht der Thron, Ja. Das ist das, ja. Es ist also, alles steht in Berlin, nicht umsonst. Und wer das nicht glauben mag, dann mag sich jetzt alles vielleicht auch neu für dich anhören. Es gibt die sogenannten Balsberge in Deutschland. Deutlicher kann man es eigentlich auch nicht mehr sagen, wo denn Baal gewesen ist, ne? Wenn es hier die Balsberge gibt. Es gibt Babylon, Babel, Babelsberg, die Babelsberger Filmstudios. Also alles liegt da. Es liegt buchstäblich vor unseren Augen. Vielleicht noch ganz interessant im Zusammenhang mit Berlin ist zu sagen, es gab das, oder ich nehme mal was weiter aus, da war also Lot war besoffen, betrunken, sternhagelvoll. Und seine Töchter waren keine Männer mehr da, die haben ihren Vater denn vergewaltigt. Und aus dieser Vergewaltigung heraus ist der Stamm der Ammoniter entstanden und der Stamm der Moabiter ist entstanden. Und Berlin-Moabit gibt's heute noch, also es liegt wirklich vor unseren Augen. Ja, also. Aber das kann ja auch Zufall sein. Ja gut, dann ist meine ganzen 8 Jahre Arbeit Zufall. Ja, alles. Ja, genau. Also, dann schlage ich den Rekord im Zufall zuschlagen. Da hast du wirklich einige Zufälle gefunden. Also, eigentlich war ja alles ein Treffer, was du gesucht hast. Du hast ja auch nicht aufgegeben, bevor du es gefunden hast. Ganz genau. Hast auch mit Google Earth das wunderbar nutzen können. Super, ne? Super. Ne? Oder alte Landkarten. Noch alte besser. Landkarten. Ich habe eine große Sammlung alter Landkarten. Und da ist so viel Versteck drauf. Es ist eine wahre Freude. Wenn man anfängt zu suchen und dann findet man auf so einer alten Karte diesen Volltreffer. Irre. Magst du vielleicht sagen, du musst nicht, frag nur, magst du vielleicht sagen, wie viele Seiten du darüber schon geschrieben hast? Mehrere tausend. Warum hast du die nicht veröffentlicht? Weil die Zeit einfach noch nicht reif ist. Aber die kommt jetzt gerade, ne? Denkst du schon? Die läuft jetzt an. Da wir in der Endzeit leben? Ganz genau, absolut. Und die letzten, einfach, dass sie es mal gehört haben, sie müssen das irgendwann hören, weil ich denke, das wird dann schon einschlagen wie eine Bombe. In dem hier vielleicht noch nicht so ganz, das ist so ein kleiner Vorbote, nenne ich es mal dafür, weil wir ja den Ort noch nicht nennen. Wir haben uns ja wirklich über alles unterhalten. Ich habe erst gedacht, na ja, vielleicht ist das wirklich so eine tiefe Bibel-Tussi, sage ich jetzt mal, die da tief drinnen. Aber du bist genauso offen für die ganzen Themen der Erde. Du kennst dich mit der Spiritualität genauso aus. Ja. Was selten ist bei Bibelforschern, muss ich dazu sagen. Das ist sehr selten und das freut mich auch sehr. Und dann habe ich dir natürlich auch eine entscheidende Frage gestellt. Waren Jesus und Maria ein Paar? Ja, sie waren es. Hatten sie Kinder? Ja, sie hatten Kinder. Siehst du, warum steht das nicht in der Bibel? Warum wurde die Frau so unterdrückt in der Bibel? Ja, warum?
Warum wird denn unterdrückt, dass Christus ein Deutscher war? Also der Erhard Landmann, der hat, wie gesagt, in einem seiner Bücher, der hat auch Videos gemacht und denjenigen, der diese Videos produziert hat, also die Schriften als Videos, mit dem hatte ich mich auch da mehrere Male drüber unterhalten. Es gibt eine Rune in Uruguay, ganz groß im Wald, ganz groß im Wald. Kann man nur vom Flugzeug aus sehen. Grüße von Gott Eli. Die ist mit Bäumen angelegt. Also Riesenbäume, ein Riesenarsenal. Das kann kein Mensch gepflanzt haben, das ist völlig unmöglich. Ja, also über Kilometer Distanz Bäume anzulegen, so völlig unmöglich. Und es gab auch mal hier sowas in Deutschland. Aber das ist dann beiseite geschafft worden. Das passte irgendwo nicht so in dieses Weltbild. Und dann musste der Wald zack, zack verschwinden. Der verschwand auch dann. Ist auch nur vom Flugzeug aus gesehen worden. Und diese Rune, wie gesagt, in Uruguay heißt eben Grüße von Gott Eli. Und Erhard Landmann sagte eben, Eli ist der Sachsengott, der Gott der Sachsen. Oh. Ja. Ja, und damit ist er Deutscher. Tut mir ja leid, ich kann ja die Geschichte nicht umschreiben. Ja, aber es kann ja auch gelogen sein. Kann ja gelogen sein. Ja, das natürlich. Wenn ein, zwei Zufälle da wären, würde man sagen, ja, okay. Weil ich sage ja selbst, ich war auf dem Kreuzberg, dachte ich schon, ich hätte Golgatha gefunden. Mhm. Aber der Kreuzberg ist nicht Golgatha. Obwohl ich mich gefreut habe, nebendran, die nächste Stadt war Volkers. Da habe ich gedacht, na, das sind einfach nur Hinweise in Deutschland, dass wir mal genau schauen sollen. Ne? Ganz genau. Hinweise, weil es gibt ja wirklich in jeder Stadt hier, gibt es ja irgendwas mit Jesus. Mhm. In jedem Museum, in jedem Schloss findest du was mit Jesus. Hier ganz extrem. Mhm. Meistens leidend am Kreuz, das wissen wir ja. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel, wo ich wohne, von Frankfurt bis nach Leipzig den Postweg. Ja? Das haben wir beide noch nicht genau herausgefunden, aber ich glaube, der wird eine große Rolle dabei spielen, weil in Frankfurt ja auch der Römer steht. Da haben wir noch nicht beide, wir haben es beide noch nicht rausgefunden, weil du bist ja auf diesen speziellen Bereich, sage ich mal, hast du dich spezialisiert. Aber ich denke, da bist du auch bald durch, weil du hast ja so gut wie alle Orte gefunden. Ich kann dir nur so weit sagen, dass die Stadt Leipzig, ja, in der das Völkerschlachtdenkmal steht, die auch in der Historie schon als wild umkämpfteste Stadt auf der ganzen Welt geschildert wird, also aus alten Schriften geht das hervor. Und diese Stadt Leipzig ist das biblische Libna. Aha. Ja. Da haben wir ja schon mal einen Anhaltspunkt. Da haben wir schon mal. Das ist, und woran hast du das erkannt? Ich habe alte Schriften, jede Menge alte Schriften gelesen. Und dann bin ich irgendwann auf eine Schrift gestoßen, wo Leipzig dann im ältesten Namen Libna genannt wird. Okay. Interessant. Ich hatte schon lange die Vermutung und du hast es jetzt auch wieder mal bestätigt. Ist das der Grund, warum die Deutschen schon immer so bekämpft wurden? Ja. Dass dieses Geheimnis niemals rauskommt? Ganz genau. Dass wir durch zwei Weltkriege eigentlich vernichtet werden sollen? Eigentlich durch mehr als zwei Weltkriege. Der 30-jährige Krieg. Der war noch schlimmer, ne? Das war ja, also Sachsen hat drei 30-jährige Kriege erlebt. Nur das steht heute in keinem Geschichtsbuch. Das kann nur der rausfinden, der die Geschichte Sachsens umgräbt. Ja. So, und es ist. Wann waren die? Oh, das etwa ging schon sehr früh. Also, es waren insgesamt drei. Ja, es waren insgesamt drei. So ungefähr wie jetzt der Erste Weltkrieg, der bis heute nicht aufgehört hat. Dann kam der Zweite und heute sind wir eigentlich in dem Dritten und keiner merkt es. Genau. Es gibt ja auch schon der russische General, wie heißt er denn jetzt, oder Oberst, das ist ein ganz hoher Militär, der sagte, Quaschkopf, glaube ich, heißt der Quaschkopf, der sagte, wir sind schon im Vierten Weltkrieg. Ja, also den Dritten haben wir irgendwo verpennt. Weil das war so dieser Psychoterror, der auf uns wahrscheinlich gemacht wird. Diese Manipulation. Ganz ist damit genau gemeint, diese Hypnose, unter die wir gestanden ganz haben. Ganz genau, das ist also für ihn schon der dritte Weltkrieg. Und jetzt, was mit Corona und dem Ganzen kommt, das sagt er ja schon, ist der vierte Weltkrieg. Es geht quasi um die Vernichtung der Menschheit jetzt. Und ganz Ähnliches hat Sachsen eben auch erlebt. Und der 30-jährige Krieg, der ja von dem Vatikan ausgelöst worden ist und wer dem Namen Tilly folgt in der Geschichte, der General Tilly, der wird die Blutspur durch ganz Deutschland gezogen sehen. Und der Mann hat alle Städte geplündert, ausgeraubt. Da gibt es die Magdeburger Bluthochzeit, die ganz groß in die Geschichte eingegangen ist.
der hat von, ich glaube, es waren 30.000 Menschen, die in der Stadt gelebt haben. Und wie Tilly abgezogen, es waren es noch knapp 300, die übrig waren. Der Rest war vernichtet worden. Das nennt er Hochzeit. Die Magdeburger Bluthochzeit. Als das ist es in die Geschichte eingegangen, ja. Das ist ja, also... Er ist schon pervers. Und dann, als du da auch davon gesprochen hast, ist mir auch gleich was gekommen, das hast du auch sofort bejaht. Also ist sogar, ich glaube, das wurde noch nie irgendwo gesagt. Die DDR wurde auch darum gegründet. Es liegt nah, es liegt wirklich sehr nah, weil hier ganz einfach, wie gesagt, Sachsen sollte abgetrennt werden. Wer die alten Landkarten kennt, der weiß, dass die Sachsen einst mal oben an der Nordseeküste auch beheimatet waren. Die Bundesländer, die wir heute haben, ohne Gründungsurkunde, existieren im Grunde genommen gar nicht. Also war es ein großes Reich. Es war wirklich ein großes Reich. Und da war natürlich dran gedacht, also auch Thüringen gab es nicht. Thüringen war auch Sachsen. Ja, Sachsen-Anhalt war auch Sachsen gewesen. Wobei Sachsen-Anhalt hat eine ganz besondere biblische Position auch, weil es Sachsen-Anhalt auf Askanien zurückgeht. Das ist der alte Name Anhalts. Und dieser Name geht auf den Askanius der Bibel zurück, der im Stammbaum zu finden ist. Ja, also so verknüpfen sich die Dinge. Also wir könnten ja Tage, wir könnten Wochen reden und du würdest auch nur einen Teil davon kennen, weil es einfach total kompakt ist. Aber wie gesagt, es ging darum, in erster Linie die Sachsen zu vernichten. Und naja, der Sachsengott Eli lässt grüßen. Du hast ja aber schon mal jetzt ein paar schöne Hinweise gegeben, aber ich glaube, von alleine kommt da keiner drauf. Das ist, da musst du zu weit forschen. Es ist wirklich anstrengend, weil man muss hier, man kann also nicht sagen, wie jetzt die meisten Leute, wenn sie sich mit der Geschichte beschäftigen, fangen am Ersten und Zweiten Weltkrieg an. Alles, was davor ist, ist weg. Ja. Uninteressant, ist doch egal. Interessiert, aber genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem, weil der rote Faden fängt irgendwann an zu laufen und der fing hier an in Atlantis. Ja? Und ich habe mir die Mühe gemacht und habe gesagt, ich ziehe an dem Faden. Ja? Und ich will wissen, wo dieser Faden mich hinführt. Und ich habe dran gezogen. Der wurde immer länger und immer länger und die Geschichte wurde immer tiefer und tiefer. Und bis ich in die Mythologie reinkam, und die Mythologie wird heute als etwas dargestellt, was... ist aber so eine Art Phantomroman ist, aber das stimmt nicht, weil auch wenn diese Mythologie sich mit der Bibel deckt, ja, dann hat spätestens da alles Mythologische und alles Fantastische hat da seinen Platz verloren, weil die Dinge passen zusammen und genau das ist passiert. Diese Dinge haben sich alle wie so Zahnräder ineinander, so klack, 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 ineinander geschoben und ja, wenn es passt, dann passt es. Und dann wurdest du ja von deiner Freundin überredet, endlich Herr der Ringe zu gucken. Und ich wurde auch schon oft überredet und ich habe auch immer nur angefangen, habe mir da ausgemacht. Obwohl ich weiß, dass da drin die deutsche Geschichte ist, weil das haben mir schon einige gesagt. Und du hast auch gesagt, dort werden auch genau dieselben Orte genannt wie in der Bibel. Das ist exakt so. Und wenn doch schon die deutsche Geschichte da gespiegelt wird und du auf einmal gehört hast, da werden ja sogar genauso die Städte genannt, dann wäre das ja ein doppelter Zufall, ja? Es gibt keinen Zufall, das war ganz vorab. Das wissen wir ja. Es gibt ein schönes Sprichwort, das heißt, Zufall wird das genannt, wenn der liebe Gott sich nicht zu erkennen geben will. Ja, das ist der Zufall und das sollte man wörtlich nehmen. Aber es ist in der Tat so, ich wollte den Film Herr der Ringe auch nicht sehen. Und von allen Seiten auch, ne, die Dame, die sich an dich gewendet hat, womit wir dann heute hier sitzen, auch die hat gesagt, du musst unbedingt diesen Film sehen. Ach, sag ich, lass mich in Ruhe damit, sag ich, mich interessiert so ein Blödsinn nicht. Und von allen Seiten kriegte ich dann, du musst Herr der Ringe gucken. Und dann kriegte ich letztes Jahr von einer Freundin Besuch und die brachte mir den Film Herr der Ringe mit. Und dann hatte ich über mehrere Tage ein Internet-Blackout, da war irgendwas mit der Leitung, da war ein Kabel am... Damit du den Film guckst. Ganz genau. Genau, man könnte also sagen, das war jetzt der Genosse Zufall, der von oben gesagt hat, so, ne, jetzt wird aber mal Zeit, dass du Herr der Ringe guckst. Genau. Dann habe ich mir diese Trilogie auch angeguckt und ich wollte eigentlich nur entspannen, weil ich denke, ach, ist ja auch mal schön, kein Internet, mal nichts lesen müssen. Ja, ich musste nicht lesen, ich musste nur schreiben. Ne? Ich saß dann hier und habe den Film geguckt und habe alles mitgeschrieben. Und das war ganz schön anstrengend gewesen. Zwischenzeitlich habe ich den Film 2-3 Mal gesehen. Und alles, was du da findest, das ist hier. Das ist hier. Selbst bei dem Film Games of Thrones. Und da habe ich nur, ich weiß nicht, 2 Teile von gesehen. Ich glaube, 2 Teile waren. Und da war ja auch so eine... Das ist eine Serie gewesen. Ich habe die aber gar nicht alle gesehen.
Da ging es ja auch um den Drachen und. Wir wissen, Drachen ist Luzifer, Satan. Und dass es Drachen gegeben hat, ist überhaupt keine Frage. Saurier gab es nicht, Drachen aber schon. Und auf einmal passt das alles zusammen. Dann wird das Schwarzer Tal genannt. Das Schwarzer Tal existiert heute noch. Dann finde ich in Game of Thrones auch andere Städte, die heute noch existieren. Ja, wo die Dinge wirklich, also wenn du einmal so weit bist, dass du diese Basis geschaffen hast von Geschichte und Wissen und Bibel, ja, dann wird es immer leichter zum Schluss, die Städte zu finden, ja, und zu sagen, ach, guck mal hier, hier ist ja auch wieder was, hier ist ja auch wieder was, ja. Und das ist eben, das ist eine gewisse Dynamik, die sich durch Wissen entwickelt. Die entwickelt sich dann. Genau. Trier soll ja auch eine der ältesten Städte Deutschlands sein. Ja, man sagt also, Trier wäre ja von Ninus gegründet worden und das war der Sohn von Semiramis. Und Semiramis ist ja identisch, ne, mit Osiris und dieses ganze Isis ist ja eins, ist nur wieder ein anderer Name. Es ist auch das Problem, warum wir mit den Geschichtsbüchern nicht klarkommen, weil die Historiker bewusst oder unbewusst, sei jetzt dahingestellt, in den neuen Dialekten, die sich nach dem Turmbau ausgeprägt haben, die Namen übersetzt haben. Ja, dann wurde aus dem Nimrod wurde Ninus. Der Ninus wird in der Harzer Geschichte und im preußischen Sagenbuch als Jäger Hakel genannt. Ja, und dann liest du dann irgendwann in dieser Sage drin, er wurde auch Nimrod genannt. Ja, hallo? Ja, wenn es da nicht klingelt, weiß ich auch nicht. Und das sind eben die Zusammenhänge, die sich daraus ergeben erst, so im Laufe der Zeit. Aber das wird immer mehr, ne? Je tiefer man reinkommt, umso mehr. Und dann war auch ganz interessant bei Herr der Ringe, wenn ich dann nochmal kurz auf zurückkommen darf, da wird ja dieses Mordors Heer genannt. Mordor ist ja Lucifer, der Dunkle, ne, dieses pure Böse. Und mir ist es dann gelungen, auch da zu lokalisieren, wo was hingehört. Ja, so, wo war Mordor und wo war dieser Turm, den er da hatte, wo er den Ring geschmiedet hatte. Im Übrigen gibt es heute hervorragende, ganz hervorragende Beweise noch. Die werde ich aber dann alle noch künftig liefern. Und dann bin ich auf eine hessische Sage oder schwäbische Sage bin ich gestoßen und da ist wirklich in dieser uralten Sage Mordors Heer genannt. Also wenn das Zufall ist, dann heiße ich Zufall. Dann darfst du mich künftig gerne Zufall nennen. Frau Zufall, ja. Frau Zufall. Können wir uns darauf einigen. Gut, können wir uns darauf einigen. Du, also in vielen Sachen waren wir uns, also da war meine Vermutung, mein Gefühl dafür immer richtig. Du weißt, oder ich habe dich gefragt, du warst auch sofort, hast das bejaht. Riesen, definitiv, ja, gab es die. Eindeutig, sonst hätten wir heute kein Riesengebirge. Ja, weil... Es ist ja so, überleg mal, könntest du ein Auto zeichnen, wenn du noch nie ein Auto gesehen hast? Könntest du ein Gewehr oder ein Panzer zeichnen, wenn du das noch nie gesehen hast? Ja, nee. Der Mensch kann nur zeichnen, was er gesehen hat. Mhm. Und diese Riesen, die gab es. Die gab es, die Philister, das sind die Philister der Bibel. Ja, die haben einfach gelebt. Und sie sind ja noch da, sie liegen ja überall rum. Ja, natürlich, sie liegen überall rum. Ich hatte dir ja eben auch diesen versteinerten Fuß im Südharz gezeigt, von diesem Giganten, der gegen einen Fuß mit Zehen, mit allem drum und dran, guckt er gegen den Himmel. Ja, und die Menschen laufen da rum und merken das nicht. Nee, na gut, diese Dimension ist zu groß. Du hast von Riesen nur aus dem Märchen gehört, wobei ja Märchen auch die Wahrheit sagen. Aber ich empfehle dazu den Kanal Fossilien der Götter, gerade wo sie im Inneren von Riesen rumtouren und man erkennt ganz große Innereien. Das ist ja, da haben sie einen ganz tollen Job gemacht damals. Jetzt habe ich gerade einen Hänger, wenn du was hast, hau ruhig raus, was unbedingt mit rein muss. Ja, da gäbe so viel, was mit rein muss. Ja, wir wollen es noch nicht so ganz offenbaren, nicht weil wir was verstecken, sondern... wir möchten es dann auch mit Beweisen hinterlegen, mit Bildern und. Das hier soll nur mal so eine Art Vorgeschmack sein. Und ich habe sie gesehen, die Bilder, und ich war baff. Und das hatten wir am Anfang schon mal, die meisten, die Bibel wirklich verstehen, und das sind nicht so viele, die sie richtig verstehen, sondern sie lesen daraus vor und sagen nur, das ist Gottes Wort. Ja, schön, aber wenn man es nicht versteht, bringt es nichts. Das ist so, wie wenn ich singt ihr ein Lied vor und kenne den Text nicht. Bringt ja auch nichts. Und zwar
Du bist auch eine, du bist spirituell, aber bei dir merkt man es nicht so, finde ich. Also du bist eher ganz normal, finde ich. Bei vielen merkt man sofort, der ist so, der ist. Du bist eigentlich ein ganz normaler Mensch für mich, finde ich. Aber du hast auch selbst Erfahrung gemacht, sage ich mal, mit Engeln oder mit UFOs. Oder UFOs. Ja, ganz und gewaltig. Ich glaube, du bist der erste Mensch, der auch mal dieses ganze Feld sich angeguckt hat. Und wenn man natürlich dafür offen ist, dann bekommt man es auch gezeigt. Es ist so, es ist ja so. Also du hast mir gerade die Wolke von gestern gezeigt. Ganz genau. Also es ist wirklich so, wenn ich offen bin für was, was mich interessiert, das ist der freie Wille. Ja? Wenn ich den freien Willen habe, lernen zu wollen, verstehen zu wollen, finden zu wollen, um mich auf die Suche zu begeben, dann fällt mir das zu, buchstäblich. Ja, der eine, der interessiert sich für die Sterne, der kauft sich ein tolles Teleskop und guckt da oben in den Himmel und findet da alles. Ja, also die Sterne, sind die so wie bei der NASA gezeigt? So, also kugelrund, poliert? Nee. Was sind die denn? Die sind lebendig. Elektromagnetische Wesen. Ja, sehr, genau. Man sieht es ja sogar mit bloßem Auge, sie funkeln. Sie funkeln. Du wirst sogar staunen, in der Mythologie findest du Namen von sogenannten Göttern, die damals gelebt haben. Und da heißt es eben, sie wurden an den Himmel versetzt. Ja, diese Götter wurden an den Himmel versetzt. Zum Beispiel Artemis oder damals, also in Atlantis, Edda und die Bibel, da ist ja auch nicht Adam und Eva, sondern da ist ja Manu, wird da genannt, und die Frau heißt Aditi. Und Aditi ist definitiv nach der Mythologie von Gott an den Himmel gesetzt worden, also als Stern. Also glaubst du, die Götter sind zu Sternen geworden? Ja, natürlich. Ah, waren die Götter gut oder schlecht? Oder gab es beide? Unterschiedlich. Also es gab nur gute Götter, aber wenn alles nur gute Götter gegeben hätte, hätte hier unten nicht nur Krieg geherrscht. Das muss man einfach so sehen. Irgendwo kommt das Böse her. Das hat seinen Ursprung. Und es gab auch sehr böse Götter, durchaus. Die waren auch sehr kriegssüchtig. Und wenn man sich so die Geschichte unserer Erde ansieht, dann würden wir heute, wenn das alles stehen geblieben wäre, das Blut, dann würden wir heute wahrscheinlich bis zum Bauchnabel im Blut warten. Ja, und das habe ich in meinem Buch, glaube ich, damals falsch geschrieben, weil ich hatte mich damit gar nicht so beschäftigt, aber ich musste das schreiben. Mhm. Ich hatte nämlich damals geschrieben, die Erzengel hätten uns den Krieg gebracht. Aber ich glaube eher, es waren Falschgötter. Aber mit den Erzengeln, da muss ich gerade noch was sagen, weil ich habe ganz viele Sachen gesehen, wo viele an vielen Stellen wird immer abgebaut. Ne? Es wird immer etwas abgebaut, was du gefunden hast, wo wahrscheinlich mal ein wichtiges Monument war. Das ist in der Tat so. Also was auffallend ist, es ist wirklich auffallend, wenn man anhand der Bibel, man hat die Bibel vor sich liegen, man hat die Orte, man hat die Geschichte, die Weltgeschichte vor sich liegen, kennt die Namen, ist am Suchen und trifft jetzt auf exakt den Ort, der aus von ganzen geografischen Dingen zusammenpasst, weil auch ja schon vorher Funde von Städten und Orten geschehen sind, woran man sich orientieren kann. Also man ist nicht orientierungslos, wenn man da was sucht, sondern man hat einen ausgehenden Punkt. Dann findet man da tatsächlich Abraumgebiete, da wird dann Zement abgebaut. Da, obwohl die Geschichte sagt, da stand mal ein Schloss, ne, oder ein großer Palast, dann wird da Zement abgebaut. Ja, keine Ahnung, irgendwelche Steinbrüche oder militärische Sperrgebiete ist auch sehr sehr zu empfehlen. Also ist eine Variante davon. Klar. Das findet man immer wieder. Und das war auch genauso bei dem Endor gewesen. Nachdem ich also Endor gefunden habe. Und das war ja schon ein Hammer, ne? Weil Herr der Ringe und die Bibel gehen Hand in Hand. Und dann findet man das. Ja, und dann finde ich aber auch militärisches Sperrgebiet. Wieso haben so viele Menschen... Wenn Sie nur das Wort Bibel hören, denken Sie an die Kirche, denken an irgendeinen Mist, an irgendwelche Taufen und so, also kirchliche Taufen und so. Oder warum haben diese Menschen hier so diesen Gottesglauben entweder verloren oder tun ihn ganz falsch darstellen, dass wir immer Furcht haben müssen und gottesfürchtig sein müssen? Wer muss denn gottesfürchtig sein? Wir doch nicht. Also grundsätzlich, Gott ist Liebe. Danke. Danke. Gott ist Liebe. Ja. Natürlich, die dunkle Seite, und das sage ich auch ganz klar heraus, die dunkle Seite hat mit in der Bibel gewirkt. Ja, ja. Ja, also die hat da auch mit Stellen reingeschrieben, die da gar nicht reingehören. Und wer die Bibel schon gelesen hat oder auch ein paar Mal gelesen hat, der weiß, wovon ich rede. Und es ist einfach so,
es waren nicht die Engel, die das Böse gebracht haben. Also wir wissen zum Beispiel mittlerweile, dass die Nephilim, die sogenannten gefallenen Engel von Kain stammen. Ja, ich glaube, du hattest den Vortrag auch gesehen, ne? Wir hatten uns irgendwie mal drüber unterhalten heute Mittag, dass die Kinder Kains die Nephilim sind. Richtig. So, es gab die Engel. Es heißt, Lucifer ist aus dem Himmel geworfen worden und er hätte mit seinem Schwanz hätte er ein Drittel der Sterne herabgerissen. Wenn wir jetzt wissen, dass diese Sterne Götter sind, die da oben sitzen, die mit ihrem Blinken abends das Lämpchen anmachen und uns vielleicht zuwinken. Huhu, hier bin ich. Ja, da sind also mit Sicherheit eine ganze Menge Engel mitgerissen worden, die gar nicht verdammt waren, die eben nicht gegen Gott die Revolte geführt haben. Und jeder Mensch, der heute sich gegen Gott auflehnt oder Gott beiseite wirft oder ihn diskreditiert oder Verachtung schenkt, es gibt ja viele Menschen, die verachten ja boshaft schon Gott, ja. Die schaufeln sich ihr eigenes Grab. Die schaufeln das sich ihr eigenes auch. Grab. Auch jeder, der gegen die Menschen handelt, schaufelt sein eigenes Grab, weil das Karma zurzeit bitterbös zuschlägt. Und ich glaube, sie sind auch so weit davon abgekommen, weil dieses System sie natürlich krank gemacht hat. Das müssen wir dazu sagen. Dieses System hier ist menschenfeindlich, macht die Menschen krank und deswegen sind sie auch krank und vernichten sich selbst mit Tabletten und so weiter. Aber was ich noch dazu sagen wollte ist, wenn Menschen wie du oder wir beide aufeinandertreffen, dann haben wir aus unserem Leben ganz viele Erfahrungen zu erzählen oder auch Beweise, wo wir sagen können, das ist absolut göttlich, was absolut hier passiert ist. Absolut. Ja, aber einer, der das nicht wahrnimmt oder der vielleicht manipuliert ist oder hypnotisiert ist oder was auch immer, kann das natürlich nicht wahrnehmen. Er kriegt das ja gar nicht mit. Nee. Er muss nur funktionieren für dieses System. Und deswegen möchten wir auch jeden appellieren, Gott anzunehmen. Was ganz wichtig ist, Gott anzunehmen, weil er hat für jeden den Arm, die Hände auf und er sagt immer, du kannst jetzt zu mir kommen, sofort. Oder Jesus hat es auch gesagt, ne? Gib mir jetzt dein altes Leben und du Jesus kommst ein neues. Jesus hat auch gesagt, ich bin der Weg. Die Wahrheit, die und, das Wahrheit Leben. Und das Leben. Ja. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Mhm. Ja, es ist viel, viel tiefsinniger als das, was der Satz als solches hergibt. Sondern wer den Weg zu Gott sucht, wer wirklich sagt, also lieber Gott, ich bekenne wirklich meine Sünden und ich bitte dich, ich bin jetzt kopflos, ich bin jetzt orientierungslos, weil ich stürze aus diesem System, fang mich auf. Führe mich, er wird es tun. Er 100%. Wird sofort da sein. 100%. Und er sagte auch, wenn ihr noch so beladen seid, er sagt ja, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das heißt, er nimmt uns die Angst. Die Menschen haben Angst, aus diesem System auszusteigen, genau. Aus diesem Bösartigen. Vor dem Neuen, sie haben Angst vor dem Neuen. Genau. Aber das Alte ist doch schlecht. Sonst ist doch verlassen, es ist doch nichts. Ja, die Menschen wissen aber nicht, was Neues auf sie zukommt. Das ist das Problem. Okay, wir können zu 100% sagen, und ich stehe dazu 100% dazu, dass es gut werden wird. Natürlich. Es heißt aber nicht, dass es einfach ist. Das heißt es nicht. Nein, das haben wir damit auch nicht gesagt. Nein, aber es wird gut werden. Ja, aber der Mensch, der jetzt in diesem System noch drin hängt, und es gibt ja jetzt gerade durch die Corona-Lüge, ist ja nun vieles, sind ja viele Menschen aufgewacht, die gesagt haben, hier stimmt doch was nicht. Ich habe einen Videozusammenschnitt gesehen, was Spahn gesagt hat, was Merkel gesagt hat, glauben Sie nur den öffentlichen Medien. Und Spahn sagt dann, das ist alles nicht schlimm und tragt keine Maske und die Maske würde eh nichts nutzen. Und heute rennen sie alle mit dieser Gesichtswindel rum. Und die selber haben gar keine an. Und die haben gar keine an, natürlich, ne, weil Corona aber ist. Aber wenn du sie nicht trägst, kriegst du eine Strafe. Haben die Immunität? Ja, haben sie eigentlich schon. Geben sie sich selber. Sagen die geben mal. Sie sich selbst. Aber wir wollen die hier mal ganz rauslassen. Das war jetzt ein kurzer Einschwing da rein. Aber was wir sagen wollten damit ist, dass jeder die Chance noch hat. Das ist das Wichtigste. Aber wir leben in der Endzeit, in der biblischen Endzeit. Ja, absolut. Das spielt jetzt. Das ist jetzt hier. Wir sind die siebte Posaune. Das ist die siebte Posaune. Und wie gesagt, jeder, der aus diesem System aussteigen will, weil es ist eben was Neues. Du bist eben nicht mehr in dieser vermeintlichen, das ist ja nur eine vorgegaukte Sicherheit. Ja, dieses eine System. Erfundene Realität. Ja, eine Matrix. Ja. Eine Matrix. Es genau. Ist nichts anderes wie Theater. Und wenn jemand sagt, ich will da raus, ich will aus diesem Gefängnis raus, ja, ich will frei sein, weil Gott hat uns die Freiheit geschenkt. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir Gesichtswindeln tragen sollen, dann hätte er uns die von Anfang an verpasst. Ja, das hat er aber nicht.
Er wollte, dass wir frei sind. Er wollte, dass wir uns frei bewegen können. Er freut sich daran ja auch. Ja, natürlich. Die Engel freuen sich, wenn wir das tun. Die Juden, natürlich. Wenn wir den Umkehr machen. Und die, auch die helfen dir übrigens, ja. Die schützen dich auch. Wenn du dann weißt, dass du wirklich hier geschützt bist vor dem Bösen, dann kann dir hier nichts mehr passieren. Nee. Und dieses Gefühl muss aber jeder selbst erfahren. Den Weg muss jeder selber gehen. Das ist das Wichtigste. Ja, er muss nur erstmal wach werden, ne, und will... Jetzt Corona ist die Chance. Ja, sind ja viele wach geworden. Corona ist die Chance, also für die Menschen zu sagen, wir befreien uns von dieser Sklaverei. Ja. Wir haben ein freies Leben von Gott bekommen. Wir wollen unser freies Leben wieder haben. Und nur Gott hat uns was zu sagen. Er hat uns erschaffen. Nee, hallo. Genau, er ist mit einem Sinn, dass wir Freude haben. Natürlich. Das wird kommen. Natürlich. Und die Freude kriegen wir aber nur, wenn wir bereit sind, auch ein gewisses Risiko einzugehen. Ja. Das heißt, dieses alte System über Bord zu werfen, Pauken und Trompeten, es ist auch nicht nur eine Chance, es ist eine Verpflichtung unseren Kindern gegenüber. Unseren Ahnen auch. Natürlich. Aber jetzt mal von den Lebenden, auf die Lebenden, auf unsere Kinder betrachtet. Genau. Es ist die einzige Chance und es ist jetzt die allerletzte Chance, die Menschheit hat. Richtig. Wer jetzt nicht wach wird, und in diesem System bleibt, der wird seine Kinder für immer verlieren. Und durch die Impfungen, die kommen werden, ja, wo dieser Nanochip drin ist, sie machen aus den Menschen Cyborgs. Richtig. Wir werden, unser Gehirn, das menschliche Gehirn wird an einen Großcomputer angeschlossen. Du hast keine Kontrolle mehr. Nie wieder. Jetzt haben es viele schon nicht. Nur manchmal kriegen sie noch einen Hinweis, aber die nehmen sie nicht wahr. Aber wenn das passiert mit dem Chip. Ist aus. Ist ganz aus. Und das ist das, was die Bibel zum Beispiel 666 nennt. Das ist das Mahlzeichen des Tieres. Und wer das annimmt, wer von euch sich impfen lässt, ist verloren. Das sage ich dir ganz ehrlich. Immer. Für immer. Für immer. Das ist keine Drohung, sondern das ist einfach so. Darf ich das vielleicht erklären, warum das so ist? Ja, gerne. Weil dieser Chip eben die menschliche DNA verändert. Richtig. Der Mensch kommt zur Welt mit dem göttlichen Funken. Das ist das, was ein Mensch auszeichnet. Eine Kreatur, die keinen göttlichen Funken hat, und es gibt ja die sogenannten Hybriden, ja, die haben keinen göttlichen Funken. Die sind empathielos. Die haben kein Mitgefühl. Da kann ein Auto ein Kind überfahren vor deren Augen. Da zucken die mit der Wimper. Ja, wo andere da umfallen in Schockwirkung und sowas. So, und diese Empathie wird durch den Chip dieses Gefühle empfinden können. Und diese spirituelle Anbindung an Gott, die wird komplett abgeschaltet. Ja. Die wird nie mehr funktionieren. Wir werden ferngesteuerte Roboter sein, wie diese Roboter, die man heute hat zum Rasenmähen oder für die Boden durchzusaugen. So wird der Mensch funktionieren. Und diese Kreaturen sind für Gott verloren. Richtig. Ja, weil diese DNA ist zerstört und die ist auch für die folgenden Generationen zerstört. Und diese Leute werden verloren gehen. Und der Witz dabei ist, dass wir gerade auf dem Weg sind, wieder zu unserem Ursprung zu kommen, zu unserer normalen Gesundheit, weil Krankheit kannten wir gar nicht. Ja. Nee, wir sind krank gemacht worden. Und jetzt, wo unsere Zellen sich regenerieren können in dieser Zeit, wenn du diese Wahrheit lebst, passiert das automatisch. Deine DNA, dein S regeneriert sich und das wissen die und die wollen genau das Gegenteil wieder erreichen. Natürlich. Und endlose Zombies für die werden. Aber dieses Mal werden sie vernichtet werden, das sage ich. Ich denke auch, dass Gott es diesmal nicht zulassen wird. Nein. Und ich glaube, dass wir mit dem Präsidenten Trump haben wir, dieser Mann, und das muss ich jetzt ganz einfach sagen, anfangs war ich da auch sehr zweifelhaft gewesen. Ich auch, vorsichtig. Ich auch, definitiv. Ja, aber alles, was dieser Mann anfasst, wird zu Gold. Und das ist so einmalig auf der Welt. Ja, das kann nur durch göttliche Führung geschehen. Richtig. Und ich sage in dem Zusammenhang, ich stelle mich jetzt nicht mit dem Mr. Trump da auf eine Stufe. Also, er hat ja jetzt Geburtstag gehabt, ne? Da kann man ja nur sagen, Happy Birthday, Mr. President. Genau. Ne? Und Gott segne Amerika und Gott segne Präsident Trump. Aber diese Art Führung, die geschieht nur und ausschließlich durch Gott. Es ist völlig unmöglich, dass das ein Mensch aus sich heraus schafft. Richtig. Daran siehst du die anderen Führer. Es gibt ja noch ein paar gute. Ja, natürlich. Klar. Aber wir haben, wenn du dann siehst, wie unsere Politiker handeln, dann weißt du genau, wer die führt. Natürlich.
ist ganz klar zu erkennen. In der Bibel steht doch schon dran, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Ja, ja. Ja, also die Bibel meint nicht nur die Oberen, die meint auch uns. Natürlich. Die meint jeden. Jeder führt sich hier vor, ja, ja, auf welcher Seite steht. Und man darf nicht vergessen, wie gesagt, wir sind in der absoluten Endzeit. Ja. Ja, wir stehen wirklich nicht nur mit den Füßen irgendwo an der Grenze, sondern wir sind wirklich mit den Füßen, stehen wir mitten drauf. Und das Ende kommt schneller als alles andere. Weil die Zeit relativ ist. Wenn, da hatten wir auch drüber gesprochen, wenn genau der richtige Zeitpunkt kommt, wenn hier alles stimmt, in dem Moment wird was passieren. Da wird was passieren. Da wird auch noch dieses Jahr passieren. Da bin ich fest überzeugt von. Ich schaue jetzt gerade auf diesen Monat. Du weißt ja, ich hatte am 7. Geburtstag. Mhm. 7 Tage später Trump, der 14. Und wieder 7 Tage später ist der 21. Das ist der kommende Sonntag. Mhm. Steht ja in diesem Schauberger-Video, was über dieses 21. Juni und am 21. Dezember. Angeblich, ich sage das unter Vorbehalt, ich habe das so gehört, aber es würde in diese Zeit passen, weil wir in 2020 leben. Da steht, da wird dieser sogenannte Sonnenblitz, der auch in der Bibel steht, für alle sichtbar sein und nicht dieser Blue Beam Fake Jesus am Himmel, der nicht. Das funktioniert ja schon gar nicht mehr, ja? Weil mit Blue Beam kannst du gar nicht alles auf einmal zeigen. Mhm. Aber ein Sonnenblitz, den kannst du auf einer Erde, die nicht kugelrund ist, kannst du das definitiv göttlich inszenieren, das geht. Die Bibel spricht ja auch davon, dass es einen Blitz geben wird, der von einem Ende zum anderen Ende der Erde gehen wird. Ja, also, und dann haben wir dreimal die 7. Mhm. Ja, das ist... Deswegen sage ich ja, die verfolgt mich andauernd. Hab ich ja, das ist... Also, die Numerologie spielt in der Spiritualität eine große Rolle und das jetzt nicht nur im negativen Sinne, sondern genau, auch im positiven Sinne. Und diese 777... Die ist, boah, das ist so ein Zündstoff, ist das. Und wenn das so komprimiert und dann tritt so ein Ereignis ein, ja, das ist Hammer. Und das erlebt man auch nicht alle Tage. Und wie gesagt, wir sind jetzt... Das erlebt man nie wieder. Wir sind jetzt an einem Punkt, das hat die Menschheit noch nie erlebt. Nein. Ja, das ist so einmalig in der Menschheitsgeschichte. Ey, bitte. Alles wird offenbart im letzten halben Jahr. Jeder, der pädophil ist, ist bekannt. Es fängt gerade überall an, Pädophilenring ausgehoben. In Hollywood sind schon alle bekannt, die dazugehören, die dahinter stecken. Es ist doch alles schon offenbart, nur die Leute wollen es nicht hören. Da sind dann die offiziellen Medien und tun Bill Gates als Robin Hood der Guten hinstellen. Aber wie gesagt, was die da sagen, immer alles ins Gegenteil umdrehen, dann hast du die Wahrheit. Und sie werden an diesen Verschwörungstheorien sowieso nicht mehr vorbeikommen, weil es nämlich keine Theorien sind, sondern es sind Verschwörungen gegen die Menschheit. Ganz genau, es ist die größte Verschwörung gegen die Menschheit. Es ist ein so diabolischer Plan, der auch wirklich von dem Diabolo, was Luzifer oder Teufel bedeutet, in die Welt gekommen ist. Die Vernichtung der Menschheit. Und wer weiß, dass Gott, als er den Menschen geschaffen hat, Luzifer und den Engeln befohlen hat, sie sollen sich knien vor dem Mensch. Ja, und Luzifer hat dann gesagt, nee, ich bin doch was viel Besseres und so. Und er hat dann die Rebellion angezettelt da oben. Könnte man mit den heutigen Rebellionen auch vergleichen, die überall angezettelt werden. Ja. Die, auch alles so kleine schwarze Teufel. Die Black Matters und so. Und die Antifas meinst du, ja, die kann man ruhig nennen. Also alles das, was rebelliert, sage ich jetzt mal, was brutal und mit Gewalt rebelliert. Alles, was nichts mit Liebe zu tun hat, genau. So einfach ist es. Ganz genau, das Gegenteil von Liebe. Und jetzt guck hier hin, was hat hier noch was mit Liebe zu tun? Das ist erbärmlich, das ist erbärmlich. Es ist also ganz schlimm und wie gesagt, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen. Ja. Und es heißt am Ende ja auch, es wird nichts im Verborgenen bleiben, was nicht offenbar wird. Daran erkennt man es erst sofort. Ja? Dann an ihren Taten werdet sie erkennen. Mhm. Und die Herrschaften führen sich im Augenblick alle selbst vor. Mit ihren Lügen und dass sie jeden Tag über ihre Aussagen von gestern stolpern. Und weil sie nicht wissen, wie sie gestern gelogen haben. Ja. Genau, oder dass man irgendwelche Zahlen nennt und, und keiner weiß denn mehr so richtig, ja... Weiß eigentlich noch, wovon sie spricht oder ne, was ist das? Aber okay, sie führen sich selbst vor. Das ist eben der Show-Effekt. Aber dieser Show-Effekt ist nicht umsonst da, sondern er gibt den Menschen die letzte Chance, aufzuwachen. Ja. Die göttliche Anbindung zu suchen. Dieses satanische, diabolische System, in dem wir hier drin sind, einfach zu verlassen und den Weg zu Gott zu suchen. Ja? Und wenn die Türe zu ist, dann ist die Türe zu. Dann ist Ende. Du hast es eben wunderbar gesagt. Ihr hört es doch von allen Seiten, weil es nicht Gelaber ist, sondern es ist die Wahrheit. Wir leben in einem satanischen System.
Die Lösung ist aber hier für jeden Menschen und das ist zu Gott zu finden. So. Nur Gott. Wie kann ich dann noch einen Moment überlegen, diesem System zu dienen? Das geht mir nicht in die Birne. Selbst wenn ich unbewusst bin und wie kann ich noch einen Moment, ich weiß, dann denke ich mal kurz über mich nach, ja, ich bin eigentlich nicht glücklich, ja, ich verstehe mich auch mit meinen Kindern nicht, mit meinem Partner oder mir passiert die ganze Zeit nur Blödsinn, ich werde als krank. Da sind welche, die sagen immer dasselbe, bei denen funktioniert es, vielleicht funktioniert es bei mir auch. Wenn du es nicht probierst, wirst du es bereuen, das kann ich dir sagen. Probier es doch einfach mal, das heißt nicht, dass es einfach wird, aber probier es mal und dein Leben wird besser werden. Es wird zu 100% besser werden. Ich würde niemals spüren, aber das würde ich vielleicht spüren, weil es so ist. Es ist ganz einfach so, die Menschen müssen erstmal lernen, die Lüge loszulassen. Und wenn die Menschen erkannt haben, dass alles, was sie gelernt haben, Lüge ist. Ja, alles. Also nehmen, was ihr wollt, von A bis Z, alles, was ihr erfahren habt, dreht das um 180 Grad, dann seid ihr an der Wahrheit, den Rest könnt ihr wegwerfen. Genau. Und dann könnt ihr eigentlich alles wegwerfen, weil alles Lüge ist, was ihr gelernt habt. Ist leider so. Und das beweist sich immer wieder. Das heißt ja auch, es gibt ja auch den Friedensnobelpreis. Und der Friedensnobelpreis kriegte denn jemand, der wie kein anderer Präsident der USA so viele Bomben abgeschmissen hat in seiner Amtszeit. Ja, ja. Das Gegenteil ist wahr. Ja. Wenn es heißt, die Impfung ist gesund, ja, dann ist das Gegenteil wahr. Die Impfung ist tödlich. Und es gibt genug Beweise dafür. Es gibt jede Menge Mediziner mittlerweile, die an die Öffentlichkeit gegangen sind. Es gibt jede Menge Informationen dazu, dass Kinder gestorben sind. Das wird als Einzelfälle. Nein, das sind keine Einzelfälle. Natürlich nicht. Natürlich. Es wird ja ganz viel vertuscht auch. Eben. Es geht eben darum, einfach zu erkennen, dass wir in einer mega, mega, mega großen Lüge leben hier. Überdimensional groß. Ja? Ungreifbar eigentlich. Wenn und dass hier jeder, auch wenn er Nadelstreifen trägt, ja, ein Gauner ist, ein Lügner ist. Ja, so wie er die Klappe aufmacht, da kommt nur nichts als gelogene und gequirlte daraus. Du weißt, was ich meine, muss ich nicht jetzt sagen. Ja. Und wenn der Mensch das erkannt hat und sagt, ich will da nicht mehr mitspielen, ich will nicht mehr Teil dieses Systems sein, was mich von morgens bis abends belügt, was mir einredet, alles, was schlecht ist, wäre gut für mich und alles, was gut ist, wäre schlecht für mich. Wer raus will aus dem System, soll es tun. Er soll es schnell tun. Ja. Ja, und er soll schnell abends auch das Gebet suchen zu Gott und soll sagen, Vater, ich vergib mir meine Sünden, die ich getan habe. Genau. Ich war auf dem Irrweg. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich bin völlig kopflos. Ich sitze hier wie ein Schiff auf hoher See. Es ist kein Winter. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Nimm mich an die Hand und er wird es tun. Aber nicht, das ist wichtig. Viele versuchen das nun mal. Okay, ich versuch's mal. Okay, es tut mir leid. Das ist halbherzig. Es muss von Herzen kommen. Es muss von Herzen kommen. Und du wirst es selbst merken, dass was passiert. Und selbst wenn du bis heute noch schlechte Taten getan hast und bist dir dessen bewusst, du kannst es trotzdem machen. Keiner wird verloren. Auch du bist sein Kind. Jeder ist sein Kind. Und er freut sich sogar, wenn du zu ihm kommst und mit dieser Scheiße aufhörst. Ist ganz einfach. Es geht um das Verzeihung bitten. Ja. Vater, ich habe gesündigt. Vergib mir meine Schuld. Das Vaterunser ist es ja schon drin. Vergib mir meine Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es ist alles schon drin. Da ist die Vergebung drin. Das Verzeihen. Du selber musst auch vergeben können anderen. Ganz genau. Und dann die Wahrheit leben. Genau. Und nur noch die Wahrheit. Ja. Nur noch die Wahrheit. Und was macht uns die Wahrheit? Frei. Frei. Faule Kompromisse. Was wollen wir sein? Frei. Frei. Wo wollen wir hin? In die Freiheit. Und faule Kompromisse. Gibt's nicht. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, es gibt keine faulen Kompromisse mehr. Es gibt jetzt nur noch entweder oder. Okay. Ja? Entweder man geht mit dem System unter, ja, aber dann geht man verloren, ja, und wirklich für immer verloren. Ja. Oder aber man kriegt die Kurve in letzter Minute noch, ja, und wendet sich dem Licht zu. Das heißt aber auch, dass ich all den Mist, den ich gemacht habe, nicht nur mir vergeben muss, sondern ich muss ihn auch den anderen vergeben. Richtig. Und muss die anderen um Vergebung bitten. Ja. Ja? Wenn ich dir jetzt, ich sag mal, ich hätte bei dir ein Auto gekauft vor ein paar Monaten und hab dich dabei über das Ohr gezogen, weil ich dir erzählt habe, also ne, der Motor war kaputt, und der war gar nicht kaputt, ich brauchte eben nur ein bisschen Kleingeld. Dann hast du gesagt, also, ja, komm, ich bin ja gar nicht so und ich gebe dir jetzt mal eben hier 500 Euro und so, damit, ne, damit wir wieder in Frieden miteinander leben können, dann hätte ich dich übers Ohr gezogen. Und das ist einfach, ist genauso Lüge, mhm, wie das, was uns die Politik vorlügt, mhm, was uns Bill Gates vorlügt. Ja, sie leben uns vor und wir leben es, also wir haben es auch gelebt. Wir haben es übernommen. Weil wir es als normal empfinden. Ganz genau. Damit ich am besten dabei wegkomme, das ist Ego. Ganz genau. Das ist satanisch. Ganz genau. Und das ist ja auch,
Das überhaupt hat ja auch dem Krieg erst Vorschub geleistet, dass wir diese Lüge geglaubt haben. Ja, dass wir immer gesagt haben, naja, so Krieg, man hat so Zeit, Krieg ist menschlich, Krieg gehört dazu, Krieg gehört nicht zum Menschsein. Ja, nein. Absolut nicht. Also der Mensch ist dafür gemacht, dass er in Friede und in Eintracht miteinander lebt. Und in Harmonie und Spaß hat und Freude hat. Und ganz genau. Ja, wenn wir Freude haben, dann da jubelt der Himmel. Ganz wenn wir genau. Krieg haben, dann heult der Himmel. So einfach ist. Welcher Vater würde seine Kinder gerne sehen, wenn sie sich bekriegen, wenn sie sich schlagen, wenn sie morden? Keiner. Nein, nein. So einfach. Die Wahrheit ist ganz einfach. Die ist schon fast zu einfach manchmal. Die ist so einfach, dass man sie nur noch anfassen braucht. Ja? Man es fühlt ist sie gar auch. Nicht mehr groß. Man, richtig, wie du sagst, man fühlt es innerlich. Der Bauch sagt uns, wie auch mit den ganzen Corona-Maßnahmen, Maske tragen bis nächstes Jahr. Leute, habt ihr kein Bauchgefühl mehr? Seid ihr kastriert oder was? Mann, was sagt euch euer Bauch, wenn man euch erzählt, ihr müsst jetzt im Sommer, wenn wir 30 Grad haben, diese Gesichtswindel tragen? Sogar im Freizeitpark beim Achterbahnfahren. Das ist doch lachhaft. Ich sehe hier Leute, die gehen zum Sport und haben die Windel im Gesicht kleben. Wisst ihr eigentlich, wie eure Lungen aussehen nach 30 Minuten, wenn ihr da Dinge auf der Nase habt? Aber ein Lungeninfarkt ist auch was Schönes. Ist ja das Gegenteil vom Herzinfarkt, aber kommt genauso gut. Dafür hat ja 3M auch extra Masken erfunden, wo auch Gift drin ist, zum Beispiel. Alles. Oder Söders Frau stellt diese Plastik. Ja, natürlich. Her. Aber bitte weg vom Corona. Weg vom Corona. Nein, ich sag doch, es ist die letzte Chance. Es ist die letzte Chance der Menschen, jetzt wach zu werden. Und wer den Chip annimmt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Der findet sich mit Satan und seinen gefallenen Engeln. Der wird Engeln uns gar nicht mehr kennen dann. In der Hölle. Nein, das ist Ende, weil du kennst ihn auch nicht mehr. Ja? Und auch da gibt es einen Vers in der Bibel, ja? Wo Gott ja sagt, ihr habt mich nicht gekannt, weichet von mir. Euch kenne ich nicht, sagt er Jesus auch. Natürlich, euch kenne ich nicht. Es steht doch alles schon da. Aber ich habe doch, du warst falsch, dich kenne ich nicht. Ja? Sie sagt ja immer wieder, das sind die Scheinheiligen. Wenn die Endzeit ist und das Gericht ist ja über uns, ja, und das kommt, dann sagen viele, ach lieber Gott, also da kann ich ja noch gar nichts für, du weißt doch, ich habe doch nur Fernsehen geguckt. Und dann sagt der liebe Gott, das ist ja schön, dass du Fernsehen geguckt hast, interessiert mich aber nicht. Ich habe da oben keinen Fernseher, aber ich war immer da. Ja. Auf mich hast du nicht gehört. Nö, ich habe dich auch jede Sekunde gesehen. Ganz genau, ganz genau. Und ein kurzes Thema habe ich noch. Ich war ja letztens an der Ostsee, da war ich auch in Ratzeburg. Mhm. Ist ja auch ein wichtiger Name zurzeit. Mhm. Meinst du im Hinblick auf Stefan den Ersten? Genau, aber ich habe mich dafür interessiert, bin aber nicht so tief in dem Thema drinne gewesen. Mich persönlich stört auch die alte Fahne, die schwarz-rote Fahne. Mhm. Das darf ich, weil ich mag diese Farben nicht. Also kann ich nicht auch sagen, ich möchte diese Farben. Was ich natürlich möchte, ist Frieden im Land, das ist klar. Und ich war ja im Ratzeburg und auch da, dort stand wieder Heinrich der Löwe, aber noch interessanter war, dort war das Evangelium von Heinrich dem Löwen. Und ich glaube, du hast zu Stefan auch was zu sagen. Ja, soweit ich also von Stefan gehört habe, sollen die Wurzeln auf Askanien zurückgehen, auf das Haus Askanien. Und Askanien ist der alte Name für das heutige Sachsen-Anhalt. Und Askanien wird als Ascanius in der Bibel genannt. Er wird in der Bibel genannt, Ascanius. Aber mehr möchte ich jetzt an dieser Stelle noch nicht sagen. Siehst du? Wie gesagt, ich war in dem Thema nicht drin. Ich habe zwar ein paar Menschen dabei unterstützt, bis zu einer gewissen Grenze, wo ich dann selber gesagt habe, das ist nicht mein Auftrag. Das wurde mir übel genommen, aber für mich ist das kein Problem. Aber ich wurde ja jetzt komischerweise nach Ratzeburg geführt und du hast mir jetzt das dazu gesagt. Lassen wir erstmal so im Raum stehen, würde ich sagen. Ja. Ich würde sagen, das war Teil 1. Oder möchtest du noch ganz wichtig, was die Menschen jetzt machen müssen, sondern was dir gerade noch auf dem Herzen liegt, was du gerne noch sagen würdest, was vielleicht noch kein anderer gesagt hat, weil mich erfreuen immer eigene Erkenntnisse. Du ist ja nicht so, dass du nur recherchierst und gibst das wieder, sondern du gleichst das ja mit dem ab, was in dem Moment zu dir kommt. Ja. Ja? Mein Wunsch ist ganz einfach, dass das deutsche Volk wieder zu seinen Wurzeln zurückfindet, dass es endlich erkennt, woher es kommt und wer es ist. Denn das, was die Geschichtsbücher euch über das deutsche Volk erzählen, das ist der blanke Hohn, das ist die blanke Lüge. Und es wird einfach Zeit, dass ihr Fragen stellt,
Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Das sind die Fragen, die unsere Ahnen sich schon in frühester Zeit gestellt haben. Und heute wird das durch Handy und TV und weiß der Kuckuck was für Mädchen wird das alles abgelenkt. Durch alles hier, was hier, durch Sport, natürlich, Veranstaltung, klar. Das. Hauptsache nicht zu dir kommen. Ganz genau, das ist es nämlich. Und das ist ein sehr guter Punkt, den du mir noch an die Hand gibst. Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt. Das ist nur ein menschlicher Appell. Und das, was ich jetzt sage, das kriege ich jetzt von oben rein. Ja? Lasst mal all euer Zeugs, womit ihr euch abends beschäftigt, lasst das einfach alle mal weg. Geht eine Stunde durch die Luft. Atmet mal tief durch. Und wenn ihr irgendwo eine Bank findet, setzt euch dahin. Und hört mal, wenn ihr mit Gott redet, wenn ihr unterwegs seid. Natürlich, du weißt nicht, was du dem erzählen sollst. Ja, wie fange ich das denn an? Wie rede ich denn mit dem da oben? Der kennt mich doch vielleicht gar nicht. Rede doch einfach, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Er weiß ja sowieso, wie du sonst immer redest. Genau, er kennt dich doch, ja. Ja, brauchst dich gar nicht zu verstellen. Also lieber Gott, ich bin also jetzt neu. Brauchst du auch keinen Anzug anziehen. Brauchst du keine Krawatte anziehen. Da legt er gar keinen Wert drauf. Nein, es geht einfach darum, dass du zu dir kommst, dass du Handy. Und das sage ich immer vielen Leuten, Leute, legt das Handy beiseite. Ihr glaubt gar nicht, wie das euer Gehirn grillt. Man sieht es ja auf den Bildern. Ganz genau. Tut es einfach weg und findet mal zu euch. Kommt mal in die Mitte oder legt euch auf die Couch. Macht euch eine wunderschöne, ruhige Musik an, dass euer Herz sich mal wieder zu sich selbst finden kann. Und die Seele, dass die Seele sich mit eurem Herz wieder verankern kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr dann anfangt, ihr merkt das, ihr werdet durchatmen auf einmal. Auf einmal der Brustkorb wird sich weiten und es ist wie so ein Durchzug, der durch euch durchgeht. Und dann beten und ihr werdet morgens wach und ich garantiere ja euch, ihr werdet ein völlig neues Lebensgefühl haben. Oder es kann auch sein, dass eine Krankheit über Nacht verschwindet. Das zum kann Beispiel auch ein Zeichen sein. Ein langes Leiden, wie bei mir über Nacht, 30 Jahre Sodbrennen weg gewesen. Hämorrhoiden, ich sag's immer wieder, weil es nicht normal ist, dass das über Nacht weggeht. Das ist nicht normal. Nee. Das ist göttliche Führung. Das kann niemand anders. Der Arzt kann es nicht. Der verlängert's. Das ist gut. Also das ist im Übrigen auch noch ein sehr guter Stichwort, was du damit gibst, mit Arzt und Pharmazie und Pharma. Ja, also wir schwören ja alle auf unsere Götter in Weiß. Nein. Es gibt sehr, sehr ehrenhafte Ärzte, überhaupt keine Frage. Aber die sind genauso manipuliert wie auch die Menschen. Selbstverständlich. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die sehr einseitig manipuliert sind. Also kann man auch nicht vom Tisch wischen. Nein, die sind auch ein bisschen finanziell eingestellt. Genau. Die dienen dem Mammon und kannst du ihm nicht dienen. Das ist ja klar. Aber wenn man weiß, dass Pharmazie nicht Heilung bedeutet oder Pharma nicht Heilung, sondern das genaue Gegenteil. Gift. Ja, natürlich. Antibiotika gegen die Natur. Antibio. Also deutsche Sprache ist schon gut. Man muss die deutsche Sprache wieder lernen, richtig anzuwenden und nicht so oberflächlich, vor allen Dingen heute im Zeitalter, wo ihr dieses Handy-Gekürzel mit diesen Buchstaben, ich weiß gar nicht mehr. OMG und sowas, ne? Oh mein Gott heißt es doch. OMG, ich weiß es nicht. Oh mein keine Gott. Ahnung, ich habe kein Handy, kann ich nicht so sagen. Aber ich kenne das auf jeden Fall von jungen Leuten, ja, die dann den ganzen Tag am Tippen sind, die keine glühenden oder schwielende auf dem Daumen haben. Okay. Ist doch nicht schlimm. Jeder darf ja tun, was er möchte, nur wichtiger wäre, zu sich selbst zu finden. Das ist in einem Satz wichtiger, die Ablenkung wegzulassen. Und das fällt schwer. Man hat das gesehen bei Corona. Die Leute wussten nicht, mit sich anzufangen. Du hast auf einmal die ganzen Eltern mit ihren Kindern auf dem Fahrrad gesehen. Alle mit Helm und Vorsicht und so. Oder die Baumärkte, die haben so offen gelassen. Und alle haben auf einmal renoviert. Also im Baumarkt gibt es kein Corona, ne? Der macht dann um Baumarkt. Nur über 900 Quadratmeter. Unter 900 brauchst du Maske, über 900 darfst du nicht. Also ist Quatsch, bitte. Wir kommen immer wieder auf dieses blöde Thema, ne? Ja, okay. Es dient einfach zum Aufwachen. Mehr sag ich dazu nicht. Es ist wirklich der letzte. Es ist, wenn man jetzt überlegt noch, dass Corona Krone bedeutet. Ja? Die Krönung. Die Krönung. Und die Krönung der Schöpfung ist der Mensch. Gott hat den Mensch als Krönung der Schöpfung geschaffen. Und dann dieser Corona, ja, der auch Krone bedeutet. Und Satan sagte ja, ich will meinen Stuhl über den des Höchsten erheben. Kann man das, was jetzt im Moment hier passiert, buchstäblich den biblischen Kronenkrieg nennen? Es geht darum, wer kriegt die Krone?
Die Herrschaft über die Erde. Satan wird sie nicht bekommen. Und die Bösen hier auch nicht. Nein, darum geht es. Das wollte ich gerade sagen. Das ist jetzt, ich sag mal, Satan gegen Gott. Aber hier ist es ja, sage ich mal, Politiker, Antifa, Black Matter und so weiter stellen sich über uns und prügeln uns noch dafür oder beschimpfen uns dafür. Wir, die Friedlebenden, werden als absolut rechtsradikal hingestellt und die Prügelten sind die Heroes. Genau. Die werden ja von denen bezahlt, das wissen wir ja. Aber dieses Spiel geht zu Ende, definitiv. Und zwar das sehr, geht sehr jetzt bald. Zu Ende. Das genau. geht jetzt, genau. jetzt zu Ende. Das wird dieses Jahr noch genau. zu Ende gehen. Und es wird für viele ein ganz, ganz böses Erwachen geben. Aber die können dann anschließend nicht mehr sagen, ja, davon habe ich nichts gewusst. Wenn sie das hier gehört haben, nur einer von denen und ändert sein Leben nicht. Auf Wiedersehen. Schuldig im Sinne der Anklage. Richtig, genau. Denn ja, wir brauchen sowieso nicht richten, das passiert alles von ganz alleine. Aber richtig. Ihr habt es gehört, ihr wollt nicht, dann lasst es. Dann macht euer Leben weiter. Aber wundert euch nicht, dass euch immer mehr Scheiße passiert, weil das Karma zurzeit ist eine richtige Bitch, sagt man. Eine richtige. Ja, das zahlt im Moment schnell zurück. Das geht ruckzuck zur Zeit. Die Antwort Im folgt Guten auf wie im Schlechten. Ja, auch im Guten. Ne? Natürlich, die Antwort folgt auf dem Fuße, buchstäblich. Manchmal auf dem Kopf. Okay, wie habe ich dich nochmal genannt? Arwen. Arwen, ja, Arwen. Arwen. Mit meinem Namen hast du Probleme. Ja, habe ich, ja. Weil ich bin immer nur du. Außerdem, du bist ja, du hast so viele Namen aus der Bibel. Ich habe jeden Tag so viele Telefonate. Manchmal weiß ich nicht mehr, mit wem oder was. So, der Tag ging ja ruckzuck rum. Haben wir mal eine Minute geschwiegen? Ja, ich war auf dem Klo. Da war mal Ruhe. Ja, wie gesagt, das war Teil 1. Ich bedanke mich recht herzlich und mehr Offenbarungen demnächst. Das war nur mal ein Appetithäppchen. Dann danke ich dir und bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Ciao. Ciao.